Hi zusammen, der Fabio. Hallo. Und ich sind heute in Solingen unterwegs. Eine kleine, naja, vielleicht auch gar nicht so kleine Tour an der Münsterbrücke los und zur Sengbachtalsperre oder Sengtachbal, was weiß ich. Guckt am besten mal selbst. Die Tour startet direkt an der Turimeile an der Münsterbrücke mit einem etwas fragwürdig modernistischen Gebäude und wunderbaren Kaffeetassen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, 25 Kilometer, das ist echt nicht ohne und vor allem war an dem Tag noch sauschwüles Wetter, also bei einer dann noch nicht wirklich abwechslungsreichen Strecke hier so ziemlich befestigte Wege durch den Wald, insbesondere in dieser Talsperre, das ging schon ordentlich rein. Und ob die Talsperre jetzt den ganzen Rest entschuldigt, ich weiß ja nicht. Und dann auch noch das, Brücke gesperrt, aus mir völlig unbegreiflichen Gründen. Ein Holzbrett hätte es getan, man wäre da drüber gekommen, aber naja, Deutschland. Zum Schluss wurde es dann doch noch schön, so mit Feld und Blick und überhaupt. Und man muss der Tour eines zugute halten, wir sind an sehr viel Entwicklungspotenzial vorbeigekommen. Also wer sich da berufen fühlt, ein Café zu eröffnen, nur zu. Um an dieser unsäglichen Talsperre wenigstens ein bisschen Ausblick zu haben, mussten wir sogar illegalerweise hier die Böschung erklimmen. Und ja gut, das Essen selber, das war jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig präsentierenswert. Der Abstieg dafür, naja, nicht ganz ohne. Ich glaube, ich falle gleich auf mein eigenes Säckchen. Die erwähnte Brückensperrung war allerdings doch für was gut. Erfrischungsbierchen am Minigolfplatz. Mit letzter Kraft haben wir uns hier an diesen Bahnhof zurückgeschleppt, wurden dann allerdings auch mit einem hervorragenden Schnitzel verwöhnt und von dem her ging der Tag doch noch sehr gut aus. Also Fabios Waldkonzert habe ich jetzt schon alles Material verschossen, daher bleiben nur noch die Rehe im Gehege. Dafür sind es viele Rehe und damit tschüss, bis nächsten Freitag.